Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Datacron Guide in unserer Datacron Tour. Ich bin Floopy und bei mir ist Alpenex. Guten Tag. Wir befinden uns auf Nar Shaddaa, wie irgendwann mal angekündigt. Guckt mal kurz auf die Karte, ihr landet in der Regel am Raumhafen Mezenti auf imperialer Seite und fahrt dann mit dem Taxi zum koreanischen Sektor. Von da aus bewegt ihr euch von diesem Taxipunkt aus über den normalen Pfad bis zu der Stelle, wo wir uns hier befinden. Ab dieser Grenze hier gibt es dann natürlich ein bisschen was zu tun, weil es hier einige Gegner gibt. Und wir sind eigentlich schon fast an der Stelle, wo das Datacron ist. Wenn ihr mal geradeaus guckt, von hier aus nach oben, da ist auf der Säule leuchtet so ein kleiner blauer Schimmer. Das ist das Datacron, wo wir hinwollen. Jetzt kann man sich natürlich nach Tages-Tatooine und so weiter schon denken, was hier passiert. Man wird also Ewigkeiten klettern müssen. Falsch gedacht, das Datacron hier ist einfach nur eine Zeitsache. Und zwar müssen wir, wenn wir die Gruppe hier erledigt haben, auf dieses Dach da oben drauf kommen. Auf dieses kleine Vordach hier. Das heißt, ihr dürft jetzt hier hüpfen gehen. Und zwar auf die Regale, über die Regale. Ja, und genau das darf nicht passieren. Und sobald ihr dann oben auf dem Dach steht, heißt es abwarten. Sofern man dann überhaupt da hochkommt. Ne? Wenn man sich den Spaß machen, hier auch mit Phasengang zu arbeiten. Nö, das war relativ einfach eigentlich. Wie gesagt, das hier ist ein Zeitraum des Datacron. Wir warten hier auf eine schwebende Werbetafel, die ich momentan leider überhaupt nicht sehen kann. Die fliegt hier immer im Kreis rum. Und wo ist sie denn jetzt gerade? Ich sehe sie auch Wo ist gerade gar nicht. sie? Ne, ich Doch, sehe sie über. ist die da Ich links, sehe das sie. nicht? Links? Wo links? Links von meiner Blickrichtung jetzt aus oben das? Nee. Ist der Ich Key? nicht, ich weiß nicht, was du meinst, aber kann sein. Ja. Ah, doch, das ist sie. Ja, der Ja, Kiosk. nennt sich Kiosk. Ja. Ja, darauf müssen wir jetzt warten. Der fliegt jetzt hoch zum Datacron und fliegt dann rechts wieder runter und wird sich dann hier hinten wieder einfinden. Kommt dann hier dran vorbei, sodass man sich eigentlich keine Sorgen um den Sprung machen muss. Der ist definitiv relativ einfach zu schaffen. Weil dieser Kiosk keinen merklichen Spalt hier hinterlässt. Jetzt mal auf die Zivilisten zu töten, ist ja schrecklich. Ja, ist es wirklich. So. Und wie gesagt, diesen Sprung kann man eigentlich nicht verkacken. Falls doch, selber schuld, müsst ihr halt entweder schnell genug sein und wieder hier hoch sein. Das kann man ja schon mal trainieren. Oder ihr müsst halt nochmal ungefähr eine halbe Stunde warten. So wie es aussieht, ist der Kiosk schon fast wieder da. Phasengang ist gelegt, deiner ja, meiner auch. Aber der Sprung hier ist relativ einfach. Nur zur Erklärung und um es nochmal zu sagen, das hier dauert ewig, bis das Ding da ist. Ja. Und deswegen haben wir das hier einfach mal geschnitten und uns ein bisschen unterhalten. Über unser Privatleben, was euch natürlich überhaupt nichts angeht. Ja, auch wir haben noch Privatleben. Ja, so ein So, die bisschen, ne? Sonde ist da. Es ist wirklich nur ein ganz leichter Sprung. Also lasst euch wirklich Zeit damit. Wartet, bis das Ding da ist und dann springt ihr, sobald das Ding in der Mitte ungefähr ist, einfach auf. Hast du es geschafft? Ja, Ja, gut. ich war noch mal in der Luft festgeglitscht. Stell dich einfach in die Mitte und schon beginnt die wilde Fahrt. Es gibt tatsächlich Leute, die schaffen das, so wie ich, sich mit dem Sniper hier oben hinzustellen und da unten den Raum zu clearen während der Fahrt. Man hat also wirklich enorm viel Zeit. Wenn ihr jetzt mal nach oben guckt, so ein bisschen, schon wieder Zivilisten am runter, meine Güte. Guckt ihr mal nach oben, da hinten ist das Datacron, man sieht das, leuchtet, es schimmert blau auf der Säule. Und um das Ganze mal zusammenzufassen, ihr seht, wie schnell sich das Ding hier bewegt, nämlich fast gar nicht. Man hat nur den Eindruck, dass es sich schnell bewegt, wenn man unbedingt so schnell wie möglich drauf will. Aber wir werden das Ganze jetzt hier nochmal cutten und euch die Fahrt dahin natürlich auch ersparen. Die könnt ihr euch schön selber angucken, jetzt wisst ihr ja, wie man drauf kommt. Und dann melden wir uns gleich wieder, wenn es zum Absprung geht. Also bis gleich. Bis gleich. So, wir sind fast da. Wie man sieht, ist der Kiosk dann gefühlte 2000 Jahre später tatsächlich hier oben angekommen. Und wir haben den letzten Sprung vor uns. Ich kann euch da nur raten, lasst euch Zeit damit. Ohne Witz. Ihr könnt hier oben keinen Phasengang setzen, weil das geht in der Luft nicht. Und ich hab meinen ja sowieso noch aktiv, den könnte ich mir mal wegklicken. Lasst euch einfach Zeit, der Kiosk fährt tatsächlich da drüber. Und ihr könnt hier über die Kante nachher auf das Ding draufspringen. Ganz einfach. Einfach runtergehen. Ja. So. Und dann habt ihr dieses Datacon schon.
Und ich glaube, ich habe da gar keinen Zugriff mehr drauf. Ne, natürlich nicht. War Beherrschung ja klar. Plus 3 ist es. Beherrschung plus 3, das ist ja schön. So, das wäre das erste Datacron und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim nächsten angekommen sind. Genau, bis gleich. Bis gleich. So, Vector, wir sind eingetroffen an Datacron Nummer 2. Gucken wir kurz auf der Karte. Wir sind im Duros-Sektor. Den erreicht ihr über Raumhafen Mezenti oder wo auch immer, von jedem Taxipunkt aus einfach zum Duros-Sektor hin. Dann kommt ihr am Taxipunkt natürlich raus. Der müsste hier sein, genau, hier oben irgendwo. Dann fahrt ihr mit dem Fahraufzug runter und geht einfach den Weg entlang bis an diese Position, wo wir hier sind. Da haben wir hier eine schräge Rampe, die nach oben geht, die uns in die Slums reinführt. Genau hierher. Anstatt jetzt aber da reinzurennen, gehen wir direkt nach links und haben hier einen ganzen Haufen Kisten und ihr könnt schon ahnen, was jetzt passiert. Eine der schwierigsten Sprungpassagen überhaupt im Spiel und auch eins der schwierigsten Datacrons, weil man muss den ganzen Kistenstapel bis oben hin komplett erklimmen und das ist noch nicht mal das Schwierigste, es geht noch schwerer. Ich bin schon mal runtergefallen, sehr gut. Also man muss ja wirklich jeden Sprung ganz haargenau timen und auch ja, am besten nicht daneben springen. Jo, ich bin oben. Ganz oben. Ja, sehr gut. Herr Penix hat es vorgemacht, wie immer. Bist du schon wieder ein bisschen besser als ich. So, kein Problem. Ich hätte jetzt die Kiste hier gar nicht nehmen brauchen. So, jetzt wird's schwierig. Der erste Sprung erfolgt auf dem Balken, den wir hier gegenüber haben. Da empfehle ich, das Sprinten eventuell auszumachen. Ich lasse es jetzt mal an. Ich kann mir nämlich zum Glück einen Phasengang hier setzen. Und auch das ist noch nicht das Schwierigste. Also, wie gesagt, wenn der Sprung hier geschafft ist, folgen noch zwei weitere, viel schwierigere Sprünge. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Einfach mal rüberhüpfen. Ja. Willst du oder soll ich? Dann machen wir ihn. Mach mal hin. Geschafft. Wunderbar. Jetzt gibt es einen kleinen Trick. Geht einfach bis ganz nach vorne. Guckt ein bisschen nach rechts. Guckt, dass ihr ganz an die Kante kommt. Springt hoch und erst während dem Springen drückt ihr nach vorne laufen. Und dann passiert nämlich genau das. Also ihr steht dann theoretisch direkt schon auf dem Ding da oben drauf. Nein. Ich werde jetzt hier mal wieder hüpfen. Ja. Ja, den hätte ich mir jetzt gespart. Also ich werde den nur benutzen, wenn ich ganz runterfalle. Was definitiv passieren wird. Kommen wir jetzt in die blöde Kiste hier noch nicht mal mehr hoch. Okay, also so im Groben und Ganzen habt ihr gesehen, worum es geht. Also man muss tatsächlich diese blöden Kisten da hochkommen und dann auf diese Balken. Wie gesagt, manchmal funktioniert es. Also man muss definitiv auch ein bisschen nach rechts gucken. Sprinten muss aus sein. Hey, nicht wieder runter. So. Dann Schrittchen für Schrittchen weiter bewegen. Wieder einen Schritt nach vorne, bisschen nach rechts gucken, hoch und dann einfach nur antappen die Taste nach vorne. Dann steht ihr irgendwann schon oben. Wenn der dritte Sprung hier geschafft ist, ist das Schwierigste eigentlich schon erledigt. So, zack, hier hoch und dann ist das Ding gelutscht. So, du bist wahrscheinlich wieder runtergefallen. Nee, bist du Nee, nicht? Wahnsinn, bin ey, ich oben. glaub's ja nicht. Ey, wir brauchen 3 Minuten für den Quatsch hier. So, weiter geht's. Wir folgen den Passagen über diese Kisten hier. Auch hier wieder bitte einen Phasengang legen. Ja. Weil der Sprung hier kann auch daneben gehen und dann liegen wir wieder ganz unten. Natürlich sehr ärgerlich dann, wenn du gerade den anderen Mister geschafft hast und dann hier verkackst. So, zack, und da sind wir auch schon wieder raus. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich habe schon gedacht, zwei, drei Sprünge, die daneben gehen für eine ganze Datakontur, ist natürlich der Knaller, ne? Jetzt benutzen wir den Aufzug in die Wohngebietsstege. Ja. Hieß doch so, oder? Habe ich mich da verlesen? Ich glaube, Stege hieß es. Ja, genau. Ja. So, wenn wir das haben, kommt die Passage über das Rohr. Das heißt, wir springen hier hoch. Ich höre schon das Datacron klingeln. Ja, ich höre auch was klingeln. Ja, müsste hier um die Ecke sein. Oh, hier wird es gefährlich, ne? Also guckt auch ruhig von oben auf euren Charakter, damit ihr auf gar keinen Fall das Rohr verpasst. Dreht euch langsam mit der Maus, das ist wesentlich leichter, als wenn man aus der anderen vogelperspektivischen Blickwinkel da drauf schaut. Einfach rüberlaufen und schlussendlich habt ihr dann da vorne den Sprung zum Datacron. Pass auf, das sind Löcher. Und ein Genau. Boss. Wunderbar. Und schon sind wir am Datacron, das ist ja der Knaller schlechthin. Leider auch hier keinen Zugriff mehr.
Ja, Aber das macht nichts. Präsenz plus 3 ist es. Wir haben es. Ja. Wir haben es. Das schwierigste Datacron, eins der schwierigsten, und das in so kurzer Zeit. Was müssen wir relaxed und entspannt sein? Ja, voll. Na dann. War ja easy. War ja easy. So, wir sind an Datacron Nummer 3 angekommen. Guckt kurz auf der Karte bitte. Wir sind im Netzzugriff. Ganz unten rechts auf Narshada, wenn man das rechts nennen möchte. Da kann man mit dem Taxi hinfahren von überall her oder man benutzt die Schnellreise. So, wir sind jetzt im Netzzugriff und bewegen uns jetzt einfach den ganz normalen Pfad entlang. Also ich stehe quasi direkt noch am Taxi, das ist hier vorne. Du übrigens auch. Also nichts, keine extra Wurst. Links geht's ins Questgebiet, aber da wollen wir nicht hin. Wir fahren nach rechts und gucken auch, dass wir hier an diesen Kisten vorbeikommen. Einfach außen rumfahren bis zum Ende der Brüstung. Ihr könnt jetzt mal gucken, hier rechts unten seht ihr unter der eigentlichen Taxiplattform schon das Datacron. Das blinkt da unten drin, dazwischen den beiden Stellen da. Sieht aus wie eine Quetschmühle, ist aber wesentlich größer als eigentlich gedacht. Wir fahren hier zum Endpunkt und sehen unter uns Rohre. Und da wird schon kritisch, weil die müssen wir im ersten Sprung direkt schon mal erreichen. Das heißt, einfach einen Schritt zurückgehen, ganz kurz mal angepeilt und dann rübergehüpft. Und steht ihr auf dem ersten Rohr. Ja, das ist relativ einfach. Ich sage, es ist eines der leichtesten Datacrons. Ja. So, anstatt jetzt aber rechts runter zu springen, um direkt zum Taxi zu kommen, das ist viel zu hoch, gehen wir geradeaus und springen von hier aus auf das nächste Rohr. Einfach runterfallen lassen. Recht einfach. Gehen dann wieder zurück und gucken mal, was wir hier sonst noch zwischen haben. Wir können nämlich, glaube ich, hier auf die Brüstung springen, einfach runterfallen lassen wieder. Ist das Und smart? stehen jetzt quasi kurz vor dem Taxi, kurz auf die Mauer hochgesprungen. Du machst ja ganz mutig. Ja, ich habe hier Ich werde. dieses kleine Vordach, da kann man ganz gut drauf landen. So ein kleiner Zwischenstopp beim Fall. Okay, wir machen Zwischenstopps beim Fallen. Wunderbar. Wir sind jetzt, sobald wir unten sind, könnt ihr euch den Weg nochmal angucken. Ihr seht also, es ist viel zu hoch, um von dem Rohr runterzuspringen. Klickt dann einfach auf das Taxi und ihr werdet zum Datacron kutschiert. Schwieriger wird es dann allerdings, wenn man wieder runterporten möchte. Wobei es da, glaube ich, auch irgendwie einen Punkt zum Anklicken gab. Ich werde mir derweil mal einen Schluck Kaffee gönnen während der Taxifahrt. Die dauert nicht allzu lange, aber trotzdem. Einfach ein bisschen die Fahrt genießen, vielleicht mal ein bisschen in der Gegend umgucken und schwupps sind wir schon beim Datacron angelangt. Da ist es. Ehemals Stärke, jetzt wahrscheinlich, wie heißt es, Beherrschung. Müsste sogar ein plus 4 Datacron sein. Jetzt guckt mal unter euch. Ey, wer da keine Höhenangst kriegt, weiß ich auch nicht. Könnt das Datacron jetzt anklicken? Ich habe natürlich wie immer keinen Zugriff. Datacron-Meister halt. Ich habe auch keinen Zugriff auf das. Dann guckt jetzt mal nach unten, ey, wie hoch das hier ist. Ey. Ich habe den Vorteil, ich kann meine Kamera wirklich Ewigkeiten rausfahren. Hier Da liegt auch habe ich noch eine ein Einstellung. Kommunikator. Ja, den kannst du mal anklicken. Und dann verschwinden wir nämlich wieder hier. Sim, sim. Auf Wiedersehen. Womit es dann aufgeht, wieder zum nächsten Datacron. Wow, wir sind wieder oben. Wunderbar. Okay, melden wir uns gleich wieder. Jo. So, angekommen sind wir. Und zwar, wir haben uns weiter bewegt vom letzten Datacron aus in den oberen Industriesektor, wo wir gleich zwei Datacrons bekommen können. Das erste Datacron macht uns auch erst den Weg frei zum zweiten. Und zwar, wenn ihr mal guckt, wer oberer Industriesektor ist, klar, haben wir hingeportet, beziehungsweise könnt ihr mit dem Taxi hinfahren. Von dort aus geht ihr nicht wie üblich nach links ins Questgebiet rein, sondern ihr geht nach rechts zur republikanischen Forschung und lauft hier runter bis zu diesem Aufzug, vor dem wir jetzt stehen. Hier ist es so, dass das ein Gebiet ist, was ab Level 28 zugänglich ist. Also es gehört zur Narshada-Bonusreihe. Was ist denn jetzt los? Und diese Narshada-Bonusreihe ist natürlich Bonus, das heißt für Spieler gedacht, die das eigentlich schon durchhaben. Sobald wir hier fertig sind, also an diesem Aufzug angekommen sind, haben wir mehrere Möglichkeiten, mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wir nehmen den Netzsicherheitsdistrikt und fahren mit dem Aufzug dorthin. Ja. Ich hoffe, ich habe hier schon was entdeckt. Ich glaube nämlich, dass ich hier noch nie gewesen bin. So, schauen wir mal ganz kurz auf die Karte.
Wir fahren ganz nach Süden, durch die ganzen Gänge durch, bis wir an diesen Punkt kommen, wo wir zum Hochsicherheitsgefängnis können. Da gibt es zwei Wege und da splittet sich auch der Weg zum Datacron. Bis dahin kann man den Weg hier schon mal fahren, weil hier gibt es noch eine kleine Info für euch. Wir haben hier, wie ihr seht, grüne NPCs stehen, den Imperialen wohlgesonnen. Und auf der anderen Seite, wenn man oben wieder rausfährt, finden sich dann rote NPCs der Republik wohlgesonnen. Warum ist das eine wichtige Information? Es gibt hier von beiden Fraktionen sehr dicht nebeneinander gelegene Medicenter. Das heißt, wenn man PvP-Erfolge sammeln möchte, ist das hier der optimale Ort. Ja. Ich habe zum Beispiel hier mit einem ehemaligen Gildenkollegen mir meinen PvP-Erfolg auf Nashadar zusammengeschummelt, indem wir uns einfach PvP gefleckt haben und gegenseitig platt gemacht haben. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Ist natürlich auch immer ein bisschen, ja, nicht ganz so fair den anderen gegenüber, die das hier vielleicht auf ehrliche Art und Weise machen. So, jetzt bin ich ganz kurz, wir müssen links die Rampe runter und kommen dann schon zum ersten. Ja, es ist eigentlich egal, welche Rampe wir hier runterfahren. Wir sind jetzt im Hochsicherheitsgefängnis. So, und hier ist es schon wieder kritischer geworden. Da machen wir jetzt erstmal die Mobs hinter uns platt, damit ich kurz überlegen kann, wo wir hin müssen. So, wir setzen uns wieder auf unsere Mounts, nachdem wir die Droiden dahinter uns erledigt haben und fahren die Rampe zum Hochsicherheitsgefängnis runter. Es ist völlig egal, welche Rampe man nimmt, aber hier seht ihr jetzt schon, ich war noch nicht sehr oft hier. Was machst du denn da? Keine Ahnung. So kann man schwer erklären, Meister. Ist zwar nicht so schlimm, aber macht. So. Ja. Wir gehen hier unter der Rampe lang und schmeißen uns wieder auf die Mounts drauf, sonst brauchen wir nämlich ewig. Der Weg ist schon ein bisschen länger und komplizierter, deswegen zeigen wir den noch komplett. Wir fahren diese Rampe hier hoch und dann durch diesen kleinen Tunnel durch. Mhm. Ja, ich mag keine Tunnel. Außer in Real Life, da sind die, finde ich, echt cool. Guck mal nochmal kurz auf die Karte. Ihr seht schon, wir bewegen uns hier Richtung Netzsicherheitsdistrikt, wo wir dann jetzt hier wieder rausfahren können. Jetzt sind wir am Infotech-Platz. Den kann man kurz mit entdecken, wenn man das noch nicht gemacht hat, aber der Weg ist falsch. Und zwar werden wir uns jetzt hier weiter nach links bewegen und die Rampe hier wieder hochfahren und immer weiter diesem Weg hier folgen. Es ist schon verschachtelt, dieses Nashadar, ne? Ja, total. Jetzt haben wir den Gefängnishof hier entdeckt. Vom Hochsicherheitsgefängnis. Hier ist alles grün, alles freundlich gesonnen, weil es sind ja imperiale Gefangene. Hört ihr mal das Klingeln hier? Das Datacron klingelt. Ist gar nicht mehr so schwierig. Wir müssen jetzt einfach nur noch hier durchfahren und werden dann jetzt hier über diese Kisten nach oben an diese Rampe gelangen. Die Sprünge hier sind wirklich einfach eigentlich. Außer für mich wie immer, weil ich bin ja Movement Noob. Ja, man sollte vielleicht. Du kannst. Nee, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Movement Noob sage ich da nur, da kann man sich echt nur drüber kaputt lachen. Ja, ich komme nicht auf die. Doch jetzt. Auf die was? Auf die Kiste. Vorhin bin ich da die ganze Zeit vor rumgeglitscht, ey. Da ja. Jetzt. Ey, schon wieder runter. Ey, das ist echt so zum Kotzen. Ne? Du kannst die Leertaste reinhauen, wie du willst. Der springt, danke. Und springt da einfach nicht hoch. So. Na, deswegen habe ich Mr. Alpenex dabei, weil Hexe kann ziehen. Ja. So, und jetzt kommt nämlich der schwierigere Teil. Wir werden hier jetzt erstmal noch nichts anklicken, sondern mal ganz kurz sagen, worum es hier geht. Dieses Datacron hier müssen wir vor dem anderen Datacron machen, sonst kriegen wir das nicht. Das heißt, wenn wir nochmal kurz auf die Karte zurückgehen und zu den Punkten zurück, wo wir vorhin angefangen haben. Wir waren ja hier im Hochsicherheitsgefängnis sind wir runtergefahren. Hier teilte sich der Weg in zwei verschiedene Datacrons auf. Dieses hier, Datacron 4, müssen wir vorher holen, weil wir hier ein Item bekommen, was wir brauchen, um das andere Datacron zu öffnen. Wir befinden uns hier vor einer Brennkammer und werden dann gleich spaßeshalber mal durchs Feuer gehen. Gut. Klicken wir jetzt also den Aufzug hier an und fahren runter in den Brennerraum. Ja. Der Brennerraum hat, so wie ich weiß, wie man schon sieht, mehrere. Da hinten ist eine Schalttafel, die man schon sieht.
Wartungsüberbrückungskonsole. Und hier links ist auch noch eine. Wir werden da wahrscheinlich einen Code eingeben müssen, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Das heißt, vielleicht bleibst du einfach mal hier stehen. Ja. Oder soll ich stehen bleiben? Ist mir egal. Mir auch. Oh, dann geh. Komm. Du brennst besser. Wer den kürzeren hat. Na gut, ich gehe schon. Ich drücke also den Aufzug hier. Drücke ich den Aufzug? Ne, das wäre ja Quatsch. Dann fahre ich ja wieder hoch, oder? Einfach hier durchlaufen. Geht das? Mhm. Ich glaube nicht. Ja, und wenn? Wenn wir da durchlaufen? Dann bist du drinnen. Da kriegst du schon Schaden. Das ist ja ätzend. Hier, kriegst du eine Bubble. Danke, ich nehme meine eigene auch noch und Vollgas. So, ich bin an dem Aufzugsding. Ich nehme mal das dritte, ungültiger Code. Kann nicht mehr klicken. Kannst du heilen? Ich brenne. Ich glaube, du bist ein bisschen weit weg, oder? Ja, kann sein. Nee. Jetzt kann ich es wieder anklicken. Ich nehme jetzt den... Verflixt! Du bist tot. Ja, ist mir aufgefallen. Bereichsstartpunkt. So, jetzt bin ich nämlich irgendwo angekommen, wo ich gar nicht hin wollte. Hochsicherheitsgefängnis wieder. Gut. Dann habt ihr, glaube ich, gerade gesehen, was schiefgelaufen ist. Ich werde jetzt nochmal dahin fahren. Wartest du da auf mich? Ja, ich warte hier. Oder bist du schon wieder tot? Wo bin ich jetzt überhaupt? Ah, jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder fahren. Das ist das Ärgerliche dabei. Und was noch viel ärgerlicher ist, ich habe mir nicht gemerkt, welchen Knopf ich gedrückt habe. Das ist schlecht. Ich habe also definitiv einen gedrückt, das weiß ich schon mal. Ich würde dann jetzt einen anderen nehmen. Ich fange dann von oben nach unten an und muss das dann jedes Mal neu machen. Problematisch ist, dass ich halt instant tot bin, sobald ich den falschen Code erwischt habe. Ne? Das heißt, ich werde hier wie oft jetzt hin und her fahren dürfen. Oder ich habe einfach mal Glück. Ich konnte mich daran erinnern, dass es ungefähr mal, bei mir war es bisher immer der dritte oder so. Aber eben dieses oder so hat mir gerade das Genick gebrochen. Wie man gesehen hat. Mhm. Gut, es ist jetzt nicht so, als wäre der Weg hier unglaublich weit, aber dennoch mehr als ärgerlich. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es möglich ist, dass du mit da reingehst und vielleicht auch nochmal drücken kannst, ich glaube aber nicht. Ich hätte auch gucken können, ob ich dich mit Errettung wieder hier oben reinziehen kann. Das hättest du gucken können, ja. So, ich bin wieder an unseren... Guckt euch mal die Hitbox hier an. Was ist das? Ich glitsch hier vor der Kiste und bin noch einen ganzen Meter davon entfernt. Ja. Das hatte ich vorhin auch. Das ist ja echt. Dann ist es auch kein Wunder, dass ich hier nicht hochkomme. So, zack. Macht Sprinten an. Es sieht auch aus, als würde es gerade ein bisschen laggen. Also, weiß ich nicht. SWTOR arbeitet wieder an den Servern rum. Ich bin aber schon am Aufzug und komme dann jetzt wieder runter. Ja. Dann versuche ich jetzt mal den zweiten Weg dadurch. Zum Brennerraum. Während du da rumstehst und auf mich wartest. Genau. Okay, kann ich da eigentlich durchfahren? Nö. So, ich habe gerade Knopf Nummer irgendwas gedrückt, jetzt drücke ich Knopf Nummer irgendwas. Okay. Wenn ich dich mit Errettung versuchen soll hochzuziehen, dann musst du Bescheid sagen. Kannst du mal, also wenn ich gedrückt habe, kannst du das machen. Okay. So, ich habe einen Feuer-Debuff. Ich drücke jetzt den untersten. Okay. Ungültig, zieh mich hoch, wenn du kannst. Danke. Ne, ich krieg dich nicht hier zu mir hingezogen. Doch, ich bin doch. Noch, ich bin neben dir. Okay, bei mir warst du jetzt gerade noch im Feuer vor mir. Sehr schön, das funktioniert also. Ich habe trotz allem jetzt keine Stacks mehr. Ich weiß allerdings nicht, wann die Konsole wieder anklickbar ist. Jetzt ist sie es, offenbar. Sieht so aus, als könnte ich sie wieder anklicken. Okay, bereit? Okay, ja, Errettung braucht jetzt noch 34 Sekunden. Ja, das reicht, um einen Schluck Kaffee zu trinken. Ja. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt einen... Hexer. Ja. Okay, das war der unterste. Jetzt nehme ich den zweituntersten. Ich weiß zwar nicht, warum ich von unten anfange, weil das ist sowieso grundsätzlich immer der letzte. Errettung dürfte jetzt bei 20 Sekunden sein. Ja, ja, noch 5 Sekunden. Kannst du schon losflitzen. Kann losflitzen, okay. Dann versuchen wir es nochmal. Au, 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 au. Heiß, heiß, heiß. Klicken. Ungültiger Code. Danke. Jetzt komme ich sogar mit 4 Stacks hier rum und sie sind weg. Gott sei es gedankt. Ja, ich sehe nur das Skelett wie Scorpion von Mortal Kombat. So, das Ding ist wahrscheinlich schon wieder anklickbar. Ja, sobald ich raus bin, ne? Ja. Ist das Ding wieder anklickbar.
Da ist die Frage, kann ich in dem Brennerraum hin und her rennen und wie viele Stacks halte ich aus? Das ist halt die Frage, ne? Was sagt die Errettung? Die sagt 25 Sekunden. 25, okay. Das Feuer macht so viel Schaden gar nicht. Es ist halt nur, dass ich immer wieder raus muss. Das war jetzt der zweitunterste. Jetzt komme ich zum drittuntersten. Es sind ja 8 oder 9 Codes, ne? Also, a very long way. Bereit? Ja, bereit. Dann los. Drittunterster Code. Ungültiger Code. Das ätzend, ey. Deck ich wieder hoch auf 4 Stacks und dann sind sie verschwunden. Gut. Aber eigentlich kann man sich doch hier oben auch einen Phasengang legen, oder? Hast du recht, hast du recht, hast du vollkommen recht. Müsste ja auch funktionieren. Das heißt, ich kann das einmal mit Phasengang machen und einmal mit Errettung, dann geht's schneller. Genau. Gute Idee. Ich warte aber trotzdem, bis Machttempo wieder da ist. Auf geht's. Ja. So, das war der dritte, jetzt kommt der vierte. Ungültig. Und bin wieder raus. So, was macht deine Errettung? Die ist bei 20 Sekunden. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. So geht's wirklich schneller, hast du recht. Du könntest dir aber auch einen Phasengang legen. Ja, ich wüsste jetzt nur nicht, bei welchem Code ich bin. Okay, ich kann wieder. Deine Errettung auch? Meine Errettung ist auch ready. Okay, dann ab dafür. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bei welchem Code ich war. 4 Nummer 5. Ungültiger Code. Danke. Oh, das war schon wieder haarscharf. Ich habe 5 Sekunden auf den Phasengang. Okay. Das ist jetzt tatsächlich dann wahrscheinlich der erste. Oder wir machen hier irgendwas falsch. Aber das glaube ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier was falsch ist. Phasengang ist ready, Terminal ist ready, 2. Code. Richtig. Da war er. Dann kann ich jetzt auch durch, oder? Ja, der Brenner, aber du kannst jetzt durchrennen. Ach, Gott sei Dank. Code Nummer 2 war dann letztlich das, was uns die Tür geöffnet hat. Wir haben hier diesen, die alte Preismaschine, die kann man schon mal anklicken. Und finden einen Slot-Dekodierer. Dann haben wir hier ein Datacron liegen. Auf das ich auch schon keinen Zugriff mehr habe. Verdammt. Beherrschung plus 3. Sehr schön. Und dann haben wir hier einen Ausgang, wo wir jetzt durchrennen können. Sehr gut. Sehr schön, ja. Raketenschub an und dann sind wir hier auch schnell draußen. Was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, ist, ich habe am Anfang nicht angesagt, wo wir überhaupt waren. Also diese Ecke, in der wir vorhin hochmarschiert sind, diese Rampe, wenn wir mal ganz kurz ansagen, fahren wir da nochmal hin. Das ist nämlich hier direkt um die Ecke. Ja. Und dann seht ihr auch schon, da hinten ist die Rampe und wir sind auf der Karte jetzt doch relativ hier in der Ecke. Ne? Also Hochsicherheitsgefängnis, dieses ganze Weg, den kennt ihr dann jetzt. Wir haben jetzt den Dekodierer und das Datacron Nummer 4. Jetzt können wir zu Datacron Nummer 5. Dafür müssen wir zurück und zwar zu diesem Punkt hier, wo sich unser Weg hier verzweigt und wir melden uns dann wieder, sobald wir da sind. Jo. So, wir sind an der richtigen Position für das letzte Datacron, den gelben Matrix-Splitter. Gucken wir kurz auf der Karte. Ja. Wir sind hier vorhin im Hochsicherheitsgefängnis, haben wir Datacron 4 und durch die Dekodiermaschine den Slot-Dekodierer bekommen, sind wieder zurück. Hier oben ist der Aufzug, nur dass ihr das wisst, und die Koordinaten sind ja aktuell auch bekannt. Ich werde mich mal einen Schritt bewegen, weil die sich dann immer noch mal ändern. Ja, also hier in dieser Ecke geht's los und das ist ein Datacron, was überhaupt keinen Spaß macht. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Wir haben nämlich hier ebenfalls eine sehr, sehr schwierige Sprungpassage, die viele Leute zum Weinen bringt und einige auch sehr ärgert. Also ihr seht schon, hier sind noch andere Leute unterwegs, republikanische Abschaum. Und das macht gar keinen Spaß. So, zack, hier geht's jetzt los, die Rohre sind das Problem. Der eine hat es schon geschafft. Der hat auch beide Sprünge geschafft. Na, herzlichen Glückwunsch. Genau das haben wir jetzt auch vor. Sprung 1, Sprung 2 und so weiter. Der Trick hierbei ist eigentlich, erst zu springen, dann die nach vorne Taste zu drücken. Ja. Beziehungsweise als Attentäter und Hexer genau hier an dieser Stelle seinen Phasengang zu legen. So. Sprung 1 geschafft. Wichtig ist auch, dass man nicht mit besonders viel Anlauf springt,
Aber auch nicht ohne. Weil sonst steht man nämlich nachher ganz, ganz doof da. Jetzt würde ich zum Beispiel warten, bis mein Phasengang wieder da ist. Ich kann ihn nur leider jetzt nicht deaktivieren. Wüsste nicht wie. Das heißt, ich mache es mir einfach und gehe einfach ein Schrittchen zurück und bringe dann hier nochmal. Zack, erledigt. Also wie gesagt, es ist eine recht ätzende Sprungpassage hier. Leider kann ich dich nicht ziehen. Ja. Das heißt, du musst den Sprung da schaffen. Jawohl. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück, genau. Und das Ganze nochmal. Nein. Nein, wirklich. Ja. Yeah. Okay. Schade. Ich bin sofort wieder da. Ja, macht ja nichts. Ich könnte mich jetzt selber ärgern und den Phasengang ziehen. Also du kannst auch deinen Phasengang deaktivieren. Wie denn? Den kleinen Stack einfach mit Rechtsklick wegklicken, dann ist der wieder reaktiviert. Ja, du hast recht, danke. Das gibt ja einen Buff, ja. Hast du recht. Ja. Aber ich kann dir den dafür trotzdem nicht hinlegen. Nee, aber ich kann mir meinen jetzt einmal kurz hier nochmal hinlegen. So. Ja, und jetzt da nochmal hinlegen zum Beispiel. Ja. Da zum Beispiel, da wäre ganz gut. Dann kannst du den letzten Sprung auf jeden Fall immer wieder machen. Mhm. Das ist eine sehr geile Idee. Und jetzt schaffe ich ihn natürlich. Ich schaff's natürlich, war ja klar. Ist immer so. Effekt, aber wunderbar. Ich muss sagen, wir sind relativ gut durchgekommen, was die Datacons angeht. Für das letzte sind wir jetzt natürlich an die nächste Preismaschine gebunden, die dann hier steht und leider schon in Betrieb ist. Ja. Beziehungsweise geöffnet worden ist. Dafür brauchen wir definitiv diesen Dekodierer. Da unten ist das Datacon drin. Im Übrigen, für die Brennkammer, damit ihr habt zwar jetzt, oh, guck mal hier, Matrix-Splitter, ihr habt zwar jetzt den langen Weg gesehen, aber es gibt einen richtigen Code, der nennt sich 326-3827. Das ist der zweite Code von oben im Normalfall. Das ist immer der gleiche. Also, wenn ihr das nicht ganz so doof machen wollt wie ich, ich habe euch jetzt natürlich den Hardschrei-Weg gezeigt, dann nehmt ihr eben diesen Code. Ja. Also, ich werde das bei mir im Video auch textlich einblenden. Und ja, das war das letzte Datacon auf Nashadar und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Jo. Also, Kanäle abonnieren, viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr findet noch vielen anderen interessanten Kram bei uns. Wir sehen uns auf dem nächsten Planeten. Bis dahin, viel Spaß im Spiel. Bye, bye. Bis dann. Ciao.